Einen schönen guten Tag. Seien Sie herzlich gegrüßt hier aus dem Potsdamer Nikolaisaal. Mein Name ist Sabine Schicketanz. Ich darf täglich in dieser sehr schönen Stadt Potsdam arbeiten, als Chefredakteurin der Potsdamer Neuesten Nachrichten. In den nächsten 45 Minuten soll es hier in der Runde um kulturelle Bildung gehen. Genauer gesagt um die Frage, ob das Ziel, Kultur für alle zu ermöglichen, weiter sinnvoll und angemessen ist. Oder ob damit nicht nur jede einzelne Zielgruppe in eine Art kulturelle Filterbubble bewegt wird, in der sich dann die Perspektiven verfestigen, die man vorher schon aus dem jeweiligen Milieu kannte. Darüber diskutieren in dieser Runde Gabriele Landwehr, die uns per Video zugeschaltet ist. Hallo. Guten Morgen, Frau Schickens, guten Morgen, Frau Schaaf und guten Morgen, Jochen Sandig und natürlich alle am Bildschirm. Guten Morgen. Frau Landwehr ist Expertin für Kulturmanagement, für interkulturelles Management und Kulturdiplomatie. Sie ist erst seit 2018 wieder dauerhaft in Deutschland. Zuvor leitete sie 6 Jahre lang das Goethe-Institut Golfregion in Abu Dhabi und hatte Führungspositionen an den Goethe-Instituten in Indien, New York, Mexiko-Stadt und Los Angeles inne. Also willkommen aus Potsdam in der Runde. Dankeschön. Hier im Saal sitzt Ivana Scharf. Sie ist Autorin, Beraterin und, wie sie gestern sagte, mir eine rebellische Aktivistin. Das fand ich besonders gut. 2006 hat sie das Outreach-Konzept in die deutsche Museumslandschaft eingeführt. Ein Konzept, das Kulturorganisationen von innen verändern soll, sodass sie eine diverse, die Gesellschaft widerspiegelnde Besucherschaft haben und erreichen. Hallo, Frau Scharf. Hallo. Und ebenfalls hier vor Ort ist Jochen Sandig. Mit seinem Namen verbinden sich bekannte, ja geradezu legendäre, würde ich sagen, Kulturorte in Berlin, wie das Tacheles, die Sophienseele und das Radialsystem, die er mitgegründet und mitinitiiert hat. Der Kulturunternehmer war Dramaturg und Mitglied der künstlerischen Leitung an der Schaubühne und er gründete vor 27 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, mit seiner Frau Sascha Walz die Tanzkompanie Sascha Walz and Guests. Heute ist er Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Stürzen wir uns doch gleich mitten hinein. Frau Scharf, was also? Kultur für alle oder Kultur von allen? Ich habe da ja einen anderen Ansatz. Also ich denke, Kultur mit allen. Und wir mit Kultur für alle, da haben wir eine große Vision und ein Ziel, das wir erreichen wollen. Im Moment befinden wir uns in dem Modus von Kultur zu allen, indem wir so Formate machen, was Sie ja eben auch in den Eingangsworten schon gesagt haben, die zielgruppengerecht sind. Und ja, und dann geht es darum, eine Kultur der Gemeinschaft zu schaffen. Und das ist für mich eine Kultur mit allen. Frau Landwehr, über diesen Satz, glaube ich, sind sich hier, oder ich hoffe, sind sich hier alle einig. Die Teilhabe möglichst vieler Menschen an Kunst und Kultur ist ein grundlegender Baustein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Doch Sie schlagen Alarm und Sie sagen, wir haben bestimmte Teile der Gesellschaft hier schon verloren. Das ist richtig. Wir haben nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund noch nicht drin oder bereits verloren. Wir haben natürlich auch in der deutschen Gesellschaft bestimmte Teile verloren, weil wir einfach die Hürde vom Alltag in den Kulturbetrieb für viele nicht ermöglichen, beziehungsweise weil der Kulturbetrieb sich nicht besonders die Mühe macht, aus den Institutionen raus in den Alltag zu gehen, sprich ins Leben der Leute oder an die Schulen. Also es gibt so Ansätze wie zum Beispiel Rimini-Protokoll oder es gibt natürlich diese wunderbaren Programme, die Frau Scharf macht, aber eben noch nicht genug. Herr Sandig, Sie haben genickt die ganze Zeit. Ja. Da sind sich offenbar hier auch alle einig. Es gibt Ansätze, aber es gibt nicht genug. Ja, wir haben ja alle unsere Perspektiven und ich will vermeiden, jetzt über andere Kulturträger oder Institutionen zu sprechen, sondern ich bin ein intuitiver Mensch. Mein quasi kultureller Prozess, auch als Mitgründer von Orten, von Räumen, zieht sich eigentlich schon wie so ein bunter Faden
natürlich erstmal durch Berlin, jetzt auch geht es nach Ludwigsburg zu den Schlossfestspielen, da versuche ich diese ganze Berliner Energie da auch hinzubringen. Und es ging eigentlich in allen Projekten, die Sie genannt haben, von Tacheles, Sophienseel, Radiastim, immer nicht um monokulturelle Orte, also die thematisch von einer Kunstform gedacht sind, sondern ganz offen und höchst zugänglich. Also die Idee der Teilhabe, Teilnahme, die habe ich dann weiterentwickelt zu dem Begriff der Teilgabe, also wo auch das Geben wieder eine größere Rolle spielt. Darüber können wir vielleicht später noch sprechen. Aber mir ist dieser Ansatz sowieso fremd, dass eine Kulturinstitution sich abkapselt von der Gesellschaft und nur für einen ganz kleinen Bruchteil sich zuständig fühlt. Das ist ja das, wenn man sich anschaut, was Sie bisher gemacht haben, geschaffen haben, ist mir das Wort Freiheit da immer sehr gekommen. Also absolut. Das ist, glaube ich, auch das, was man am meisten liest. Kann man denn das erreichen im Prinzip nur, wenn man es selber tut? Also Sie haben die Orte erdacht, Sie haben sie mit gegründet. Ja. Oder wie kommt man zu dieser Offenheit, zu dieser Freiheit? Wie kommt man da sonst hin? Was braucht es da? Ich glaube, der erste Impuls ist so eine Neugier, die nie aufhört, die nie versiegt, offen zu bleiben für Menschen vor allem, für Ideen. Die auch bedeutet, dass man eigentlich permanent auf der Suche ist und nie fertig ist, dass man eigentlich Fragen hat und immer mehr Fragen und Antworten entwickeln sich dann in kollektiven Prozessen. Und das ist nicht so eine, gestern hat Robert Habeck davon gesprochen, dass Kulturbetriebe nicht die Aufgabe haben, eine affirmative Haltung zu haben. Und das würde ich auch so sehen. Es geht eher darum, Räume zu öffnen. Und Freiheit ist natürlich enorm wichtig, die gerade sehr eingeschränkt ist, wie wir wissen. Meine Biografie hat sehr viel mit dem Mauerfall zu tun. Räume waren auf einmal verfügbar für Menschen wie mich, für verrückte, ich sag mal Utopisten, Raumpioniere. Mhm. Wenn ich in einer anderen Stadt, in einer anderen Zeit versucht hätte, so Orte wie Tacheles, Radialsystem, Sophienseele zu gründen, wäre das nicht gelungen. Und daraus abgeleitet könnten wir die Frage stellen, könnte man das Phänomen von Veränderungen von Räumen und Räume für Veränderung nicht auch auf die ganz konventionellen Betriebe wie die Opern, die Museen, die Theater, die Konzerthäuser auch übertragen? Und ich bin fest davon überzeugt, dass es geht. Da ist Frau Scharf, glaube ich, Expertin und begleitet solche Orte und die Verantwortlichen dabei, wie man das denn macht. Also, wie macht man das? Ich kann auf jeden Fall sofort sagen, ja, es geht. ich halte vor allen Dingen ja viele Vorträge und werde dann immer mit großen Augen angeguckt, ob das, was ich da sage, nicht auch viel Illusion ist. Nein, es gibt unglaublich viele Organisationen, die das schon leben, allerdings wenige in Deutschland. Ich habe jetzt mir mal die Mühe gemacht, wirklich zu suchen, in Vorbereitung auch für einen Vortrag. Und es ist schwer, etwas zu finden, wo das, was Sie jetzt gerade beschreiben, tatsächlich gelebte Kultur ist. Und für mich ist ein zentrales Schlüsselwort Empathie. Und Sie sprechen von Räumen und ich spreche von empathischen Räumen, weil es ist wichtig, dass, also alles ist genannt. Es geht um Räume, es geht um Orte, es geht um Sprache. Und im Zentralen geht es um Begegnung. Und wenn ich jetzt, mein Ansatz sozusagen mit Outreach ist nichts anderes als Begegnung zu lernen. Also es ist sozusagen ein Begegnungstraining, ja. Und das Wichtige ist nur, was gerade nämlich passiert, wir brauchen nämlich nicht mehr Programme. Also wir haben wirklich gute Programme. Was gerade aber passiert ist, dass Verantwortung, nämlich Verantwortung für Diversität und für Inklusion delegiert wird. Ja, ich meine, es ist natürlich Aufgabe einer Führungskraft zu delegieren, aber im Moment wird sozusagen diese Aufgabe an kulturelle Bildung delegiert und dieser Bereich ist weit, denn der hat sich damit ja intensiv befasst. Ich würde einen ganz kleinen Schritt gerne zurück, weil Sie haben gesagt, eben in Deutschland ist es dann schwer, Beispiele zu finden. Frau Landwehr sieht ja Deutschland oder hat es lange, Sie haben Deutschland sehr lange von außen betrachtet. Können Sie uns da auf die Sprünge helfen? Woran liegt das? Wie ist das in anderen Ländern und warum ist das in Deutschland so, wie Frau Scharf das beobachtet?
Also ich stimme da Frau Scharf zu. Ich will mal ein Beispiel aus anderen Ländern bringen, wie da mit Kultur umgegangen wird. Also ich habe lange Jahre in den USA gelebt, wo natürlich die ganze Erziehung von Kindern darauf hinzielt, amerikanische Bürger zu erziehen. Und da gehört natürlich auch die Schusswaffenfreiheit und so weiter dazu. Und auf der anderen Seite steht so ein bisschen Woodstock, also Give Love a Chance, die widersprüchliche Sachen. Was da entstanden ist und was man jetzt auch mit dem Trumpismus gesehen hat, ist eine Folge von der schulischen Bildung. Dann habe ich gesehen, wie zum Beispiel in den Emiraten im Bildungswesen und im Schulwesen, das für mich eigentlich der wichtigste Grund ist, um Kultur zu verfestigen, wie damit Kultur umgegangen wird. Da bleibt jedem seine Kultur und man kann die Kultur der Khalidjis, also der Golfmenschen, sehen. Man kann sie bewundern. Es ist alles sehr touristisch aufgemacht, sehr stark kommerzialisiert inzwischen. Aber man kann nie teilhaben. Das ist überhaupt nicht geplant. Das will diese Gesellschaft nicht. Ich war vor einigen Jahren im Children's Museum und habe da gesehen, wie eine Gruppe von Kindern mit einer Lehrerin arbeitet in so einem speziellen Raum, der dafür zur Verfügung steht. Und da ging es offensichtlich darum, dass man viel mehr aus der Wissenschaft gesehen hat und dann mit den Kindern darüber gesprochen hat, was sie eigentlich werden wollen. Und die klebten dann so Post-its an die Wand, die habe ich mir alle angesehen. Dann da stand dann drauf, I want to become a doctor, ich möchte also Doktor werden, ich möchte Ingenieur werden, ich möchte Astronaut werden, Pilot. Kein Zettel sagte, ich möchte Nurse werden, nur ein kleiner Zettel sagte, Citizen, Bürger. Okay. Ja? Da hat ein Kind nicht nur die Eltern imitiert, da hat ein Kind nachgedacht. In diesem Staat kann man nicht Citizen werden. Man kommt, arbeitet und geht und man ist das Kind von einem Ingenieur, von einem Doktor, von einem Piloten. Es gibt da gar keine Arbeiterkinder, weil Arbeiter nur als Singles ins Land geholt werden und die Kinder gar nicht an diesen Schulen vertreten sind. Also die Kultur wird für die Besucher aufgemacht. Da kommen dann aus den westeuropäischen Ländern Kulturproduktionen, wunderbare Weltklasse. Und es wird die heimische Kultur gezeigt, aber man darf sie sehen, man kann in gewissem Sinne partizipieren, aber man kann nicht teilhaben. Und diese Kinder gehen so weg, wie sie gekommen sind. Und das macht eben unsere Gesellschaft aus, dass wir eine Chance haben, die Kinder bereits in frühem Alter in unsere Kultur mit reinzuziehen, an der Schule und durch eine gesunde kulturelle Bildung. Also in diesem Kontrast stehen wir dann für das, was wir als unseren Anspruch definieren, ja gut da. Frau Scharf sagt trotzdem, es ist noch sehr viel zu tun und vor allem die Verantwortung, tatsächlich einzustehen und Diversität zu leben beispielsweise, also das zu leben, was Teilhabe für alle möglich macht, daran hapert es noch. Ja, das sage ja auch nicht nur ich, das finden auch Studien. Immerhin gibt es jetzt welche, das muss man ja auch mal sagen. Lange Zeit konnten wir nicht mal Aussagen darüber treffen. Wie ist es überhaupt in den Organisationen? Wie sieht es aus mit der Diversität innerhalb des Personals? Da gibt es jetzt so vereinzelte Hinweise, die das genau zeigen. Also sie zeigen ganz klar, innerhalb der Struktur, oder je näher wir an den Kern der Organisation kommen, und das ist nun mal eben das Personal, das sind die Führungsebenen, da ist es nicht divers. Es ist sogar sehr homogen. Und dann wird es quasi, je weiter ich mich sozusagen von diesem Kern entferne, dann habe ich Programm, das ist dann schon ein bisschen diverser, so divers, wie es ein Personal machen kann, was nicht divers ist. Und dann haben wir das aus dem Programm heraus resultiert natürlich die Resonanz zum Publikum, das wiederum ein bisschen diverser ist. Und dann kommen die Angebote, die ganz nah dran sind. Und das sind dann sozusagen die kulturellen Bildungsangebote. Ich möchte aber noch ein Stichwort aufgreifen, weil es gefallen ist und weil ich da ja auch lange Jahre gewirkt habe. Schule. Auch da haben wir viel zu tun. Also wir haben in der Schule noch nicht die Situation, dass wir wirklich an allen Schulformen das selbstverständlich künstlerische Aktivitäten dort zum Alltag der SchülerInnen gehören. Das haben wir einfach nicht. Das ist was, glaube ich, was Frau Landwehr auch wahnsinnig wichtig ist. Und Sie sind durchaus
definitiv der Meinung, dass die kulturelle Bildung und damit auch die kulturelle Teilhabe, also tatsächlich Kultur für alle in der Schule beginnt. Und das ist in Deutschland sehr, sehr ja, viel zu wenig noch gibt oder die Schulen nicht gut genug ausgestattet sind, richtig? Genau, das wäre eine bildungspolitische Aufgabe, also das wäre Sache des Bundes und natürlich vor allem der Länder mit der Kultur- und Bildungshoheit. Ich denke, dass die Kulturinstitutionen, die sind so divers, da sind so viele Kulturen vertreten, so viele gute Ideen, dass die sich nach unten, ich sag mal jetzt nach unten, das soll jetzt nicht respektierlich sein, dass die sich in den Alltag und auch in die Schulen öffnen müssen und dass in den Schulen bereits Gewohnheiten entstehen, stärker an der Kultur teilzuhaben. Also dass zum Beispiel auch Theater Formate entwickeln, aus ihren gewohnten Orten rausgehen, dass Museen auch in die Schulen gehen und über Kunst und was Kunst kann und will informieren. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe und das ist vor allem eine Aufgabe, die Sinngebung schafft, die zu Reflexionen anregt und die muss im frühen Alter stattfinden. Dort entstehen die Gewohnheiten, dort ist die Neugier am größten und da findet man am meisten Offenheit, sich stärker in die Kultur zu begeben. Ich habe Frau Schaafs Video gesehen, wie sie aus ihrer Jugend erzählt. Ich fand das sehr beeindruckend und das ist genau der Punkt. Ganz früh anfangen und die Leute abholen, die Kinder. Puh, ja, ich bin allerdings nicht abgeholt worden. Aber deswegen sitze ich auch hier. der Punkt, der mir jetzt nochmal kam, ist diese, es gibt ganz viel Vorurteile in diesem Raum, ja. Die Kulturinstitutionen würden behaupten, die Schulen sind nicht beweglich. Ich habe es anders erlebt. Ich habe bewegliche Schulen erlebt, die auf Standardformate in Kulturinstitutionen treffen. Und das ist schwierig, weil das muss eben ko-kreativ, ko-produktiv entwickelt werden. Das bedeutet natürlich auch andere Prozesse, das bedeutet andere Teams, das bedeutet natürlich auch eine andere Form der Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite haben wir es genauso in der Kulturinstitution mit sehr viel Vorurteilen gegenüber von Nicht-Akademikern zu tun, Nicht-Akademikerinnen. Stimmt, sagen Sie. Ja, aber ich versuche mal vielleicht auf ein paar Themen zu reagieren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir eine Bildungsreform dringend nötig haben. Manche sprechen auch von einer Bildungsrevolution. Und ich glaube, dass die Künste da wirklich einen wichtigen Beitrag leisten können und müssen. Vielleicht ein paar Beispiele, ganz praktisch. Also bei meiner eigenen Geschichte war es so, ich hatte tatsächlich so eine musikalische Früherziehung schon ganz früh und das hat mich sehr geprägt, weil wenn man als junger Mensch Musik als Sprache entdeckt, dann ist es ganz natürlich, dann geht es so aus dem Körper raus. Und das hilft sogar beim Sprachenlernen, also Fremdsprachen fällt einem dann leichter, wenn man sehr früh mit Musik infiziert wurde. Und das zieht sich auch bei mir so durch. Und viele, das wird ja abgebaut ganz oft an Schulen. Dann meine Frau Sascha Walz hat auf Initiative von Livia Patrizzi in Berlin, die ist Choreografin, die hat das Tanz an den Schulen Projekt gegründet, begonnen mit vielen anderen aus dem Tanz in Schulunterricht zu geben, im Regelunterricht. Also nicht als AG, sondern Teil des Schulunterrichts. Das gibt es heute noch. Rhythm is It kennen wir alle, berühmt geworden auch durch den Film. Aus diesem Projekt heraus haben wir dann auch eine Tanz-Kinder-Kiko gegründet. Sascha Walzengest hat mehrere Generationen jetzt von jungen Tänzerinnen und Tänzern, die ganz unterschiedliche Interessenfelder haben. Ich glaube, jede Kultureinrichtung hat mittlerweile doch, da hat sich viel verändert, Menschen, die für kulturelle Bildung zuständig sind. Das sind dann aber oft die Alibi-Personen, die das dann halt machen und der Rest wurstelt weiter wie bisher. Und ich glaube, der ganze Betrieb muss eigentlich bereit sein. Wir haben einen Bildungsauftrag, wir wollen die Kultur zugänglich machen, wir wollen offen sein und darauf habe ich jetzt zu Schluss reagiert, diese Frage Berührungsängste, die gibt es von beiden Seiten. Es gibt sehr viel Widerstände, in Kulturorte zu gehen, aus Angst. Also zwei Gründe. Angst, dass man nicht mitkommt, dass man es nicht versteht und aber auch das Gefühl, nicht gemeint zu sein. Also, dass die Oper oder das Konzerthaus eigentlich gar nicht für mich da ist oder dass es mich nicht interessiert, was mit meinem Leben nicht zu tun hat. Und glaube ich, da muss man ganz viel tun.
Und das kann man unter anderem durch die Veränderungsprozesse, die viel zu tun haben. Die Häuser, die Architektur, das ist die Hardware, die wird man nicht unbedingt verändern müssen. Man muss am Betriebssystem arbeiten. Und wenn man das Betriebssystem neu installiert und reset, dann kann man auch unterschiedliche Software drauflaufen lassen. Dann kann jedes Opernhaus, jedes Konzerthaus ein Lernort sein oder ein, vor allem die 360-Grad-Gesellschaft erreichen. Behaupte ich jetzt mal. Ich stelle jetzt mal die oft journalistisch naive Frage, wie macht man das? Also durch Projekte. Durch Projekte. Also, ich glaube nicht, dass man die Architektur unbedingt verändern muss. Meiner Meinung nach neue Orte wie jetzt so die Space Centers und so ist was anderes. Also Science Centers, die sind ja von, die jetzt gerade ganz viel gegründet werden, die sind ja von der Grundidee schon so gebaut. Ich glaube, es geht über Projekte. Okay, also dieses, ich fand das ein sehr schönes Bild zu sagen, Reset, also wir spielen mal eine andere Software drauf. Sie haben gesagt, nicht so richtig. Also ja, es ist genau der, das ist ja der Modus, in dem wir uns gerade befinden, das ist der Projektmodus. Okay. Das ist gut und das ist wichtig und das ist auch wichtig, um Dinge zu initiieren und anzustoßen. Und dann geht es aber eher genau um das Herz. Das ist ja der Mindshift. Das ist, dann, das ist der Mindshift, genau, ja. Natürlich. Und das hat aber dann verändert aber dann auch sehr stark den Ort. Das heißt, es werden auch andere Begegnungsmöglichkeiten überhaupt eingerichtet. Und das passiert ja jetzt auch schon. Man macht ja Labs. Ja? Es ist ja gerade so macht jetzt sozusagen das, was man, es ist eine ganz klassische, man kann schon fast sagen, man kann es historisch auch betrachten. Man macht Outreach, also geht raus, erlebt das, okay, so geht es. Man begegnet den Menschen, man erlebt, was die für Bedürfnisse haben und nach einer Zeit kommt man darauf, jetzt muss man diesen Ort, also diesen, den man sozusagen kennengelernt hat, im Außen, in die Organisation bringen. Man spricht ja dann auch oft so von dem irgendwie sogenannten dritten Ort. Das ist an und für sich ein Übungsort für die Institution. Also das muss man auch so verstehen, in der sie quasi Begegnung übt. Und mittlerweile finden die wirklich teilweise auch im Herzen und im Kern von großen Häusern statt. Und das ist das eine. Und das andere ist, wie oft habe ich schon vor großen Häusern mit großen Treppen gestanden, bei denen ich den Eingang nicht gefunden habe. Ja? Da fängt es an. Also deswegen, ich muss schon sagen, da ist noch mal eine größere Zusammenarbeit notwendig, auch mit dem Thema Stadtentwicklung. Es ist alles nicht so einfach. Ja? Es ist nicht nur die Organisation, sondern man muss einfach auch mal schauen, wie schaffe ich denn einen Begegnungsraum vor der Institution, dass ich eine Aufenthaltsqualität habe. Ne? Interessant. Reagieren, weil der Begriff der Barrierefreiheit, der fängt ja hier im Kopf an. Richtig. Also wir haben ganz viele Barrieren, also Mauern im Kopf, sagen wir ja auch. Wir reden von den gläsernen Decken und so weiter, wenn es um Gender Equality geht. Ich glaube, da muss ganz viel abgebaut werden. Und das Thema mit den Treppen ist ganz plastisch, dass hier so viele Kulturtempel, da geht man, Konzerthaus Berlin zum Beispiel, geht man so die Treppe nach oben, man kann aber auch unten reingehen. Und als wir das Radialsystem gegründet haben, waren wir ganz stolz drauf, dass es quasi von der Straße so zugänglich ist, dass es sogar ein bisschen runter geht Richtung Spree. Und es hat sehr geholfen, diese Zugänglichkeit, diese Transparenz. Da stimme ich Ihnen zu, dass das Gebäude eine Rolle spielt. Aber tatsächlich ist das Allerwichtigste, das meine ich mit Betriebssystemen und Sie benutzen den Begriff von Resonanz und Empathie, das ist am allerrelevantesten. Resonanzräume und diese dritten Orte, dritten Räume, die schafft man auch erstmal als nicht nur architekturmäßig in Gebäuden, sondern das auch sind gedankliche Räume, Offenheit, die entsteht eben dann doch wieder durch sehr konkrete Maßnahmen. Und das meine ich mit Projekten. Frau Landler sprach zum Beispiel Rimini-Protokoll. Da würde ja jeder sagen, das ist ja gelebtes Outreach permanent. Also das geht ja in den urbanen Raum und verbindet alles miteinander. Wie sehen Sie das mit Ihrer Erfahrung, Frau Landwehr? Nur nicht, dass sie sozusagen mit dieser zu kurz kommt. Ja, ich möchte nochmal zurück auf die Projektarbeit. Das ist natürlich sehr wichtig. Die Projekte sollten aber in einem kontinuierlichen, ich sag mal, institutionalisierten Rahmen entstehen und zwar ziemlich früh. Und dazu brauchen wir natürlich Erzieher, die gute Ausbildungen haben. Es gibt an den Schulen beispielsweise kaum
oder es heute im Vergleich zu früher sehr wenige Chöre, weil es zu wenig Musiklehrer gibt. Es gibt Kunstunterricht mit übervollen Klassen, weil es zu wenig Kunsterzieher gibt. Da müssen wir ansetzen und sagen, das, was unsere Emotionen fördert, was definiert, wer wir sind, wer wir sein wollen. Da müssen auch Leute aus der Kultur, also aus den Kunstbereichen da sein, die uns da weiterhelfen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Die Frage war zu den Institutionen, ja. Es gibt schon Institutionen außer Rimini Protokoll, die sich öffnen und die auf das Publikum zugehen. Es gibt auch große Projekte wie zum Beispiel The Young Classics in Hamburg, wo eben professionelle Musiker mit Kindern aus allen Stadtteilen zusammenarbeiten und wunderbare Konzerte hinkriegen. Also das sind Initiativen, die größtenteils auch privat gefördert sind, nicht so sehr kommunal. Die müssten viel breiter angelegt sein. Natürlich an einer Stelle extrem aufpassen, dass wir nicht zu viel nur über Institutionen sprechen. Wir sind ja hier in der Hauptstadt der freien Szene in Berlin, also deutschlandweit sowieso, aber auch europäisch, viele solo-selbstständige freie Künstler. Ich glaube, wir müssen diesen Schatz noch viel mehr, also Rimini Protokoll wirklich und viele Kompanien, die hier existieren, die nicht ortsgebunden arbeiten, die natürlich immer wieder mal da und dort arbeiten, aber an sich sehr frei sind, wie freie Radikale. Und die auch in eine Kontinuität von Prozessen zu unterstützen, halte ich für sehr wichtig, auch übrigens jenseits von Projektfinanzierung. Das ist ja immer die Gefahr, dass Projektfinanzierung ist immer so ad hoc, man weiß nie, wo es hingeht. Aber es gibt jetzt hier in Berlin so eine Initiative, die vielleicht auch Schule machen kann, dass man sagt, dass diese großen Institutionen verstärkt Partnerschaften entwickeln, auch gerade in Zeiten der Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen, weil denen geht es noch relativ gut, die festangestellten Künstler. Denen geht es nicht so schlecht mit Kurzarbeit und hin und her, sondern die wirklich von Projekt zu Projekt arbeiten, also die sogenannten Solo-Selbstständigen, die brauchen jetzt die Möglichkeit und die werden dringender denn nötig gebraucht, auch um gesellschaftliche Zusammenhalt wiederherzustellen und diese Empathie, die gerade eben auch verloren geht. Wir müssen ja nur schauen, was an Aufruhr gerade da ist. Auch Demokratie ist wirklich bedroht und da haben die Künste tatsächlich eine ganz wichtige Rolle, aber gerade die freie Szene auch. Auch bei den gut finanzierten Institutionen, denn wenn die das machen wollen, und Ja. das ist tatsächlich eine sehr Aber wir müssen ja über Macht und Geld reden und eben, das sind ja die eben. Mittel, das sind die Das sind die Ressourcen. Ressourcen, aber Ja. die müssen ihre internen Prozesse daraufhin anpassen und das bedeutet zum Beispiel mal eine Ausstellung weniger machen, die aber dann eben intensiver in Begegnungen investieren, in Zusammenarbeit investieren, in Kooperationen investieren. Und das verändert, es verändert tatsächlich in den Organisationen sehr viel. Sie sagten schon, wir müssen über Macht reden und über Geld. Da ist ein Anknüpfungspunkt zu Frau Schaaf, die mir gesagt hat, im Vorgespräch, darf ich den Satz sagen? Ja, bitte. Fand ich nämlich gut. Wenn ich Geld zu verteilen hätte, würden Sie das Geld von mir nicht mehr bekommen, Richtig. sozusagen. Ja, weil Von klar, da ist mir der. würden die Kulturinstitutionen, die staatlich geförderten, egal ob auf Bundes- oder Landesebene, die sich nicht ganz groß mit Diversität und mit Inklusion befassen und die das nicht als ihre Ja. Aufgabe sehen, die würden von mir kein Geld mehr bekommen, wenn sie Also, mir nicht zeigen, wie sie das angehen und das. wie sie das konkret lösen wollen. Also es ist eine Frage dessen, macht man so weiter? Macht man so weiter? Fließt das einfach alles immer so weiter wie bisher? Oder sagt man, ihr macht euren Job nicht? Also es ist eure Führungsaufgabe, euch um Diversität zu kümmern, übrigens auch gesetzlich, aber das lassen wir ja Aber da nicht geht mal, es um ja? Evaluation natürlich. Das muss dann prüfbar Das muss prüfbar überprüft, sein, das ja. geht ja auch. Man kann ja, wir haben gestern wunderbare Gespräche geführt mit Esme Ward aus Manchester, die sagt, ja, und wir haben es geschafft, dadurch die Population der asiatischstämmigen Bevölkerung um 8% zu steigern. Sie fand die Zahl gering. Und ich Okay. sage ihr, wir schaffen das gerade mal um 2%. Und das ist viel im Vergleich zu null. Und damit will ich nur sagen, es ist wirklich an der Zeit, diese schönen Feigenblätter fallen zu lassen und sich wirklich um die Strukturen zu kümmern und sich wirklich darum zu kümmern, wie kommt mehr Diversität in die
Führungsposition. Ja. Mauern einreißen, das wird Ihnen auch oft zugeschrieben, Herr Sand. Also ich bin heute vielleicht auch gerne hier, um ein paar praktische Beispiele einfach zu erzählen. Was mich immer umgetrieben hat, war die Idee, dass auch im Theater die Platzierung des Publikums und diese Trennung Bühne-Zuschauerraum, das ist auch so eine klassische Mauer. Wenn man die einreißt, passieren phänomenale Dinge. Ich hatte 2012 die Gelegenheit, mit dem Berliner Rundfunkchor ein Projekt zu machen, was ich denen vorgeschlagen hatte, und die sind darauf eingegangen, das Brahms-Requiem auswendig zu singen, in der Klavierfassung, mit einem bewegten Publikum. Sowas haben die vorher nie gemacht. Also keine Sitzplätze. Das Publikum ist, der Chor ist mitten, es startet auch wie ein Flashmob aus dem Nichts heraus, hört man die Stimmen, man weiß gar nicht, wer ist Sänger, wer ist Zuhörerin. Und dieser Chor hat da wirklich etwas geschaffen, was einem Wunder gleicht, weil sie waren alle wie Solisten auch sehr nackt, Feigenblatt fallen lassen, sehr nackt. Ein Sänger, der versteckt sich ja oft gerne sozusagen hinterm Notenblatt, also in den Konzertchören zumindest, wenn es keine Opernchöre sind. Es ist eben kein Opernchor. Und was dann passiert, wenn man so eine Mauer einreißt, ist, dass man Empathie. Ich habe selten so viel Tränen gesehen bei Zuhörern und Zuhörerinnen, und es endet im dunklen, schwarzen Raum. Der Chor macht einen Kreis um das Publikum, die Menschen liegen am Boden und man ist einfach in so einem rituellen Raum, kathartisch zusammen und erlebt, beschäftigt sich mit der Sterblichkeit. Das ist dann auch die Frage, welche Stücke inszenieren wir, welche Themen greifen wir auf und aus. Ich glaube, wir müssen auch über Repertoire, über Prozesse reden. Es ist immer eine Frage, wie macht man sowas? Und ich würde nachher vielleicht noch ein anderes Projekt, an dem wir gerade aktuell sind, noch vorstellen, was noch radikaler, demokratischer, partizipativer gedacht ist. Aber ich glaube, die Projekte sind schon im Einzelfall dann die was bewegen können. Und Institutionen zu verändern, ist sehr mühsam und dauert sehr lange. Es sind große, relativ unbewegliche Phänomene, wenn sie vor allem eine lange Tradition und Geschichte haben. Ich fange ja jetzt in Ludwigsburg in einem Festival an mit 89 Jahren Geschichte. Also das ist auch echt eine Aufgabe. Mit so einem Beginn mit Corona. Gut, ich würde, das ist... Ja, genau. Darauf würde ich gerne kurz noch den Blick richten auf diese aktuelle Situation und auf das, was das vielleicht für Folgen hat. Weil ich finde, man kann da nicht dran vorbei, drüber zu sprechen. Was heißt das jetzt? Sie haben schon gesagt, die freie Szene, die Solo-Selbstständigen, die Künstler, die brauchen jetzt unsere Unterstützung. Genau, die sind tatsächlich oft in ihrer Existenz bedroht. Aber was heißt das dann im Nachgang, also sowohl jetzt als auch in einer Post-Corona-Zeit für kulturelle Teilhabe, möglicherweise auch für kulturelle Bildung? Also wir reden jetzt davon, was geht bei den Kindern sozusagen, gerät möglicherweise aus dem Gleichgewicht, und da reden wir über Schule, nicht über Kultur. Also was heißt das für die Kultur? Was meinen Sie? Und was sind vielleicht auch Lehren, die man mitnehmen muss? Also ich habe zumindest jetzt in meiner Begleitung von den Institutionen erlebt, dass es da ganz unterschiedliche, ich sag mal, Zugkräfte gibt, die natürlich eh auch schon existieren, aber wie wir wissen, hat Corona überall noch mal so ein Brennglas drüber gelegt und den Blick für viele Dinge geschärft. Also was passiert, es ist natürlich eine unglaubliche Entwicklungsdynamik, eine andere Form von Zusammenarbeit, die teilweise auch sehr positiv aufgenommen worden sind, hierarchiefreier, ko-kreativ, schnell, improvisativ, das ist, glaube ich, alles nichts Unbekanntes jetzt in Ihrem Fall. Und die haben natürlich genau Mitarbeiter, die sonst nicht gesehen wurden, waren plötzlich mit Kompetenzen gefragt, Bereiche waren gefragt, und das ist natürlich etwas, da kann eine Institution so leicht auch nicht mehr hinter zurück. Das heißt also, vieles von dem wollen ja auch jetzt auch die Institution selber. Ja? Mhm. Also es ist ja nicht immer so, dass es da Uneinigkeit gibt, sondern die Frage ist ja eben genau das Wie. Also sie wollen das jetzt auch in die Strukturen bringen. Das ist eine Sache. Die andere betrifft, das ist immer intern zuerst. Mhm. Die andere betrifft natürlich, dass sie die Erfahrung gemacht haben, dass erstmal das Publikum sehr viel homogener war. Also wer ist denn zurückgekommen
Das hat Frau Landwehr gesagt mit einem schönen Begriff. Ja. Sozusagen, das war dann im Theater, traf sich dann das Blumenkohl-Publikum nur noch, weil das waren die, die dann noch kamen. Ne? Und im Museum war es ähnlich. Mhm. Also sozusagen. Genau. Ja. Man war dann schon wieder ganz, ich gucke so ein bisschen nach dort, weil in diesem Format dürfen wir nicht überziehen. Sie haben noch ganz dringend was und ich glaube, dann gibt es Fragen aus dem Publikum. Jetzt nur heute Morgen auf dem Weg hier habe ich was gelesen, dass die Urania in Berlin, also die große Volkshochschule, mit 42 Millionen verwandelt werden soll in ein nationales Zentrum für partizipative Teilhabe und Demokratieprozesse und so weiter. Ich finde es an sich eine gute Sache. Ich glaube aber auch, angelehnt an, wie Sie argumentieren, dass es sinnvoll wäre, diese ganzen Strukturen, die wir haben, auch zu verwandeln und Mittel auch dahin zu lenken oder auch über Evaluationsprozesse Anreize zu schaffen, dass genau diese Öffnungen überall dezentral stattfinden. Und dann können auch solche Orte Schutzräume sein, dritte Räume, auch für die jetzt in ein ganz tiefes Loch fallen, dann auch zu sagen, ihr dürft diese Orte nutzen. Also die privilegierten Strukturen müssen die weniger privilegierten und die prekären auffangen. Ich glaube, da brauchen wir eine ganz große Solidaritätsaktion in den nächsten Jahren in der Kulturlandschaft und das Ganze muss viel flüssiger werden, wie Adrienne Göhler auch immer sagt, zwischen den Strukturen beweglicher. Also wir müssen weniger die Konkurrenz, das Ego ist jetzt echt mal so, müssen wir hüten anstellen, jetzt zählt das Emis im Griechischen, das Wir. Wir müssen jetzt wirklich, wir brauchen Virologen, nicht mit V, sondern mit großem, mit weichem Virologen. W. Ja, wir sind alle Experten als Virologen, behaupte ich mal, das Wir zu stärken, das gesellschaftliche Wir zu stärken. Ich glaube, das wird die Zukunftsaufgabe. Der Kongress steht ja unter dem großen Motto der Nachhaltigkeit angesichts auch der Klimakrise. Da haben wir nur noch 5 oder 10 Jahre, wie Schellenhuber gestern sagte, maximal, um den Turn zu schaffen, um den wirklich großen Umbruch zu schaffen. Und das geht nicht mehr so. Nach dem Weiter wie bisher geht es auf keinen Fall. Und Corona ist eine Chance, weil das gibt diesen Cut des Zusammenhalts. Wir machen Zusammenhalt. Genau. Jetzt schaue ich rüber, denn das Publikum soll Gelegenheit haben, seine Fragen zu stellen, die gelesen werden, denke ich. Es gibt eine Frage noch zu Schulen. Wie könnte man konkret eine bessere Zusammenarbeit auch bereits im Bereich Grundschulen fördern? Die Schulen haben doch großes Interesse, ihre Schüler an Räume, Freiheit, Empathie und Kultur heranzuführen. Wo genau hakt es noch, außer an den fehlenden Erziehern? Und warum gibt es überhaupt so wenig künstlerische Erzieher? Wer muss von der Basis woran, um da etwas zu verändern? Eine Frage, das, würde ich sagen. Das ist auch eine große Frage. Ich meine, genannt wurde ja jetzt hier auch schon das tolle Beispiel von Tanzzeit. Livia Patrizi, die macht das auch für Grundschulen. Ich empfehle einen Blick in das Programm kunstlabore.de. Da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Und ja, es hapert, oh je, das könnte, da kann man jetzt wirklich ein eigenes Podium zu machen. Ja? Also das, was strukturell in Schule fehlt, das sind teilweise natürlich auch andere Taktungen, es sind andere Räume und es sind andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, überhaupt auch so etwas wie freie KünstlerInnen zu bezahlen. Ich kann mal fragen, wie lange dauert es, bis man einen Künstler jedwelcher Disziplin über pädagogische Fortbildungen verwandeln kann in so eine Kultur, jemand, der dann in die, wir könnten das doch als Programm starten. Wie lange dauert es, bis jemand eine pädagogische Fähigkeit, also Mindestzeit, reicht eine Woche, 4 Wochen, 1 Monat? Es also, dauert nicht, also das, die Quereinsteiger, ja, glaube ich, zumindest. Ich spreche jetzt wirklich, weil das ist ja ein großes Problem, dass wir zu wenig Lehrer, also dieser Lehrermangel gerade mit diesen. Naja, da macht wäre ja zum Beispiel Berlin, das Land Berlin macht da ja, hat Erfahrungen gemacht, aber aus der Praxis kann ich sagen, die KünstlerInnen, die das für sich überhaupt in Erwägung ziehen, an Schulen zu arbeiten, ist ein gewisser Typ, muss man ja auch sagen. Das sind so Künstler, die gerne auch natürlich empathisch mit Menschen arbeiten. Genau. Die bringen schon ganz viel mit. Und natürlich haben die auch diese Gratwanderung zu tun zwischen ihrer künstlerischen Freiheit, die sie in die Schule einbringen, und dem, was man natürlich lernen muss, um in Schule agieren zu können. Das kann ich jetzt gerade nicht beantworten, wie lange das dauert. Das müssen wir vielleicht mal Livia fragen, zum Beispiel. Ja. Was sagen Sie, Frau Landwehr? Sie haben sich ja auch. Also
Ein guter Tänzer ist nicht unbedingt ein guter Tanzlehrer, aber er kann eben, aus seinem Leben als Tänzer erzählen. Ne? Hm. Und warum sollte ein Künstler, ich denke jetzt auch an die Solokünstler in Berlin, warum sollte der Kellnern gehen, wenn er auch die Möglichkeit hat, über sich an einer Schule zu erzählen? Ja, aber auch darüber, wie schwierig das ist, dauerhafte Verträge zu kriegen. Vor allem bei Menschen mit anderem Hintergrund als Deutschen, der kann ruhig drüber oder sollte drüber erzählen, welche Schwierigkeiten er auch vorfindet. Es gibt ja gerade diese Geschichte mit der einen Solotänzerin in Berlin, wo eben auch der Vorwurf des Rassismus aufgetaucht ist. Solche Dinge kann man an den Schulen erzählen und durch persönliches Erlebnis emotionalisieren und dann diskutieren mit den Schülern. Da sind wir allerdings tatsächlich auch schon wirklich Schritte weiter. Also man kann ja mit künstlerisch kreativen Ansätzen Mathematik näher bringen, Biologie, man kann alle Fächer vertanzen, wie es so schön bei Tanzzeit zum Beispiel heißt. Oder wir haben auch die Erfahrung gemacht von Atelierräumen in Schulen. Ne? Da entstehen nämlich genau diese dritten Räume. Ich würde aber tatsächlich sagen, ja, das ist in jedem Land noch mal anders organisiert und es ist in den Schulen teilweise eben schwierig, Mittel freizusetzen. In Hamburg zum Beispiel können die Schulen externe einstellen. Das sind dann keine Lehrer, sondern KünstlerInnen. Und es geht noch mal um Partizipation. Es gibt noch ein Beispiel. Genau. Also es ist das andere Extrem. Ich glaube, das Stück der Stunde, das Musikstück der Stunde ist wahrscheinlich John Cage 433, also die inszenierte Stille. Aber ein Stück, was Terry Riley 1964 komponiert hat, besteht aus 53 Sequenzen, die jedes Kind, das ein Instrument spielen kann und jeder ältere Mensch, der Grundkenntnisse hat, lernen kann, besteht aus 53 musikalischen Phrasen, die nach einem bestimmten System wiederholt werden. Mhm. Das Interessante an der Komposition von Terry Riley, die der Early Music, Minimal Music ist, auf den sich... Einmal umdrehen? Ja, auf den Sie, können Sie es in die Kamera zeigen, bitte? Wir arbeiten gerade damit. Das Stück ist eben ein Pionierwerk der Minimal Music. Steve Reich, Philip Glass, John Adams berufen sich auf dieses Werk von Terry Riley, der noch lebt. Er lebt in New York und wir haben... Ich bin infiziert worden mit dem Stück. Ich hatte das Gefühl, es ist das Stück, was das demokratischste Musikstück der Welt ist eigentlich. Man kann es mit 10 Musikern, mit 100, mit 1000, mit 10.000 aufführen. Man kann es 45 Minuten aufführen oder wie es in der Partitur steht, auch ein ganzes Jahr. Es besteht aus 53 Wochen, also man kann es 52 Wochen aufführen. Und jetzt hat Sascha Walz begonnen, eine Choreografie dazu entwickeln und will die auch Open-Source-mäßig zur Verfügbar machen. Das heißt, wir haben hier ein Werk, ein Angebot wie eine Art Lernstück, was modular ist. Und wenn man das mit Tanz verknüpft, könnte man im Grunde große Gruppen Menschen zusammen zum Tanzen und zum Musizieren bringen. Und solche Projekte, glaube ich, brauchen wir auch. Das ist quasi das Symbol. Ich muss jetzt leider. Ja. Wir sind gerade eigentlich so richtig da angekommen im Thema, aber unsere Zeit ist vorbei. Also das ist im Prinzip... Könnte so ein Projekt sein. Könnte so ein Projekt sein. Ist quasi fast symbolisch, auch in diesen Farben. Stimmt, die Regenbogenfarben, klar. Für das, was hier zum Ausdruck gekommen ist, was Sie alle drei glauben, was wir brauchen. Ich würde gerne noch mal so ein paar, in den letzten Minuten noch ein paar Stichworte noch mal zusammenfassen. Also Kultur für alle, da sind wir auf dem Weg. Kultur von allen, noch besser. Kultur mit allen. Mit allen. Teilgabe war ein Stichwort von Ihnen. Die Strukturen zu wandeln, die wir schon haben, das fand ich wichtig als Gedanken. Und dahin zu kommen, an die Punkte, wo man wirklich was bewegen kann. Macht und Geld. Geld abhängig zu machen von Evaluation. Wer tut eigentlich was? Und es war kein kleines Wort von einer Bildungsrevolution, was die kulturelle Bildung angeht, in Schulen für Kinder, vielleicht auch schon in Kitas und auch der Schatz der freien Szene, den man heben muss für nach Corona. Gut. Ich hoffe, das habe ich so ein bisschen zusammengebunden. Ja. Dann sind unsere 45 Minuten tatsächlich schon rum. Im Namen der Veranstalter danke ich Ihnen ganz herzlich für diese anregende und spannende Debatte, für Ihre auch starken Positionen. Und
ja, machen wir es gut gemeinsam und bleiben Sie alle gesund. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank Ihnen. Dankeschön. Danke. Tschüss, Frau Landwehr. Tschüss, danke. Tschüss ins Publikum. Bis bald. Bis sehr bald, hoffentlich. Ja. Würden Sie gerne mit der Karte.